Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Lego City Undercover. Yay. Verzeihung, wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie, weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich. Eigentlich nicht, aber ich mache ja schon. Ich suche ja schon. Hä, wohin? Als ob das sogar Möwenspuren sind. Also. Ich laufe hier. Falsch. Ja, ja. Ich liebe diese Mucke. Ich liebe die Musik einfach. Ich liebe sie. Die ist einfach nur super. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Und jetzt holen wir ein schönes Sandwich und zerstören vorher aber nicht das. Und holen uns das Geld. Because we are geldgeile YouTuber. Sieht ein wenig eklig ja, wir aus. Sind. Wir sind ja die Mehrzahl. Wir sind ja Mehrzahl. Ich bin ja insgesamt bin ich ja drei Personen hier. Deutscher Larry, Satz, ich glaube ja mal nicht, aber egal. Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Irgendwie will ich da jetzt nicht einsteigen, wenn ich mir das so ansehe, wie du da drin sitzt, aber egal. Holy shit, und ich habe jetzt auch Angst. Und WTF. Wie ich es mir dachte. Wenn das nur so einfach wäre. Als in einen Kran zu lenken, meine ich. Ich kann jetzt einfach raus. Ich bin jetzt einfach auf dem Schiff oben. Ich muss ja jetzt schon sagen, die Mission kenne ich jetzt schon zum Beispiel nicht mehr. Wie schon gesagt, ich habe halt echt nur den Anfang gesehen. Ich glaube halt, die Mission kenne ich nicht mehr. Aber im Übrigen, ich habe Lego City Undercover The Chase Begins, also den 3DS-Teil, den habe ich gespielt. Und lol. Den habe ich gespielt, den hat nämlich mein Bruder, ich selbst nicht, weil ich wusste, dass der schlecht ist. XD. Und jetzt habe ich mir auch mal den hier gekauft, weil der besser sein soll. Und ja, der andere, oder der auf dem 3DS ist halt echt schlecht. Im Gegensatz zu dem soll der, also der soll ja eigentlich Bombe sein, das Spiel hier. Ja, wir werden doch sehen. Läuft der hin? Wo ist der hin? WTF. Muss ich jetzt schwimmen? Ich will nicht schwimmen. Hey Chase, geh hier nicht runter. Kein Blödsinn. Ich komm ja schon. Halt! Oh, ich liebe die Musik einfach. Du wirst mich nicht kriegen. Doch, ich bekomm dich jetzt. Doch, ich krieg dich, komm her. Das ist, du bist eh so einfach, ja. Glaub du mit deinem blauen Haaren. Easy. Haben wir 3 von 3? Läuft. Das heißt, wir haben jetzt alles. Aber wo ist mein Auto? Okay, wir beginnen jetzt. Ach, das ist im Kapitel aufgeteilt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Achso, schau auf das Video Gamepad. Achso, wieder ein Videoanruf von Ellie, stimmt's? Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Nee, von Dan. Ja, dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben's versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Werde ich tun. Ich brauche hey, erstmal ein Auto. Toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Kann ich nicht auflegen. Hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Ich glaube, ich schlag dich. Medienzirkus. Ha. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Bitte halt einfach deinen Mund. Zirkus. What the fuck steht da für eine Nummer oben? S-U-S. Achso, da steht gar keine Nummer oben. Hat gerade für mich so ausgesehen. Es hat so ausgesehen für mich und ich sammle hier für mich ein bisschen Geld. Und kann ich ja auch hoch. Lol. Schön. Wenn ich halt jetzt hoch kann. Ja, kann ich halt. Echt. Warte, ich will einsteigen. Nein, obwohl das Auto ist mir zu hässlich. Das sind lauter hässliche Autos. Nein, 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 aber ja, okay. Ist mir egal. Stopp. Ja, ist es ja natürlich auch. Ich fahre sogar in die richtige Richtung. Okay. So, warte mal. Markiere mir mal erstmal das Ziel. Und merke, dass mich irgendwas am Rücken anfliegt. Yeah, geil. Ist sehr erotisch, weiß ich ja. Und wo fahren wir? Oh, wir sind schon hier. Was ist das hier?
Okay, da ist das eine Brücke. Okay, das sieht ganz schön gut aus, aber das Auto, das zerstört das ganze Feeling wieder. Das ist scheiße. Nein, ist nicht gut. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Diese Ladezeiten, ey. Ah, warum ist der Talia jetzt mit im Auto dieser Frau weggefahren? Das ist halt jetzt die Frage, aber okay. Okay. Ist jetzt sehr egal. Meinen habe ich verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Oh, hier? Und ich soll sie jetzt reparieren. Du bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Oh, hey. Wie geht das? Was ist das hier eigentlich? Oder das kann ich zerstören und nichts tun, okay. Ach so, hier muss ich hin. Und, ach so, ich dachte, du bist jetzt in dem Rollstuhl. Ich kann das leider nicht zerstören. Schade. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Okay, es wäre halt schon klüger gewesen, wenn du jetzt gereimt hättest. Dann wäre es ein bisschen grooviger rübergekommen, ey. Aber egal, ich sag nichts dazu. Ich repariere dir das schnell. Dann sagst du mir hoffentlich, wo das ist das und war's. Wie, wer, wo, was. Nein, du hast es mir gerade gesagt. Ja, ist mir schon klar. Kann ich das zerstören? Ja, natürlich. Das eine baue ich zusammen, den Rest zerstöre ich. Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man echt mal machen. Großartig. Der Imbiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Ein Eiscreme-Hotdog, wie geil! Ich will das auch haben, wieso gibt es das in Real Life nicht? Obwohl, ja na gut, kommt jetzt darauf an. Wenn da ein Würstchen auch noch drin ist, aber alleine nur das Brot, wie ich, oder ihr wisst schon, nur das und Eiscreme, das ist schon, muss schon gut schmecken. Habe ich das jetzt noch nie gekostet? Was machst du? Ist das dein Ernst? Läuft. Ich suche mir jetzt erstmal hier einen anderen Superstein. Und die schönen Lego-Steine hier brauchen wir zum Bauen solcher oder zum Bauen halt einfach. Damit können wir irgendwelche auf solchen sind keine Baustellen, aber ihr wisst Bescheid. Ich muss gerade schauen, denn mein Gamepad geht bald leer. Oh. Jo. Ach so.
Ah, wieso kratzt es mich schon wieder? Ich will das nicht. Ah, ich liebe es. Ich werde so viel schneiden müssen in diesem Let's Play. Vigilant, okay. Essener. Okay. Ich will ja nicht sagen, dass du schwul rüberkommst, da du da vorne. Ich bin auch nicht schwulfeindlich, aber du kommst schwul rüber. Du kommst echt schwul rüber. Das ist echt cool. Geil. Wir bekommen sogar Geld. Yo. Nein, ich will das Geld einsammeln. Bruder. Und das ist sogar... Junge, hör auf. Ich will doch nur das Geld haben. Ja, dann hast du jetzt auch freigeschaltet. Trooper. Lol. Geil. Jetzt bestellen wir uns erstmal ein L2. Das machen wir jetzt gleich erstmal. Also schau auf das Gamepad. Du kannst, ich lese das jetzt mal vor. Du kannst von hier aus Fahrzeuge anfordern, die du in Lego City verwenden kannst. Jo. So, hier unten. Dann werde ich euch jetzt erstmal wieder schön mein Handy starten, danke. Und euch das jetzt einblenden. Denn hier sehen wir jetzt, können wir uns Autos kaufen. Oder kaufen, haben wir, schalten wir die irgendwann frei? Irgendwie, irgendwas, irgendwo? Ich glaube nicht, auf jeden Fall können wir uns nur das eine Auto nehmen. Was wir auch, glaube ich, tun. Bin ich jetzt zurückgegangen? Läuft. Ihr habt es auf jeden Fall einmal gesehen und das reicht. Das reicht, ich habe nämlich jetzt den B-Knopf gedrückt, ich Genius. Oder doch nicht? Ach so, lol. Okay, dann muss ich euch jetzt halt nochmal einblenden. Läuft, Brudi. Da muss ich jetzt einfach... Ach so. Jetzt auch die Farbe aussuchen. Ich glaube, ich bleibe aber bei meinem Weiß. Ja, und das tue ich auch. Und jetzt kommt es auch schon. Ja, mach kein Blödsinn mit meinem Handy. Das ist schon wieder kaputt. Ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus. Oh lol, ich will den Traktor haben. 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 Ist dir doch klar, oder? Ja, aber fahr doch, fahr doch. Bitte sag mir, dass du nicht dies bist. So bitte, ich will den Traktor haben. Nimm mir halt den Maul, oder? Ich will den Traktor. Oh lol, das ist schon noch ein Traktor. Aber ein schwarzer war das andere nicht ein anderer. Ist es natürlich nicht. Nein, super. Nein, nein. Ich will den Traktor. Oh nee, ist schon beschädigt. Oh, wie geil ist der. Yo, der hat sogar Doppelräder. Als ob. Der braucht halt echt die ganze Bahn. Lel. Wo muss ich hin? Warte mal, ich schaue noch mal kurz auf die Karte. Markiere mir das jetzt und ich fahre falsch. Ja, dann fahren wir jetzt mit Hyperspeed und einem beschädigten Traktor hier dahin. Läuft auf jeden Fall. Oder ich hole mir das Auto da vorne. Oh lol, der Motor wackelt. Und Bahnübergang. Und ich fahre einfach drüber. Schön die Verkehrsregeln beachten. Und ich will das Auto da vorne. Ich will das alles haben. Wie geil ist das Auto da bitte? Wieso? Ich schöpfe raus. Der Traktor ist sowieso schon halt kaputt. Junge, ist das dein Ernst? Achso, du bist eine Frau. Das ist ein Notfall. Oh lol. Geht das Ding hier ab? Nein. Oh lol, ich hab Hupen. Fahr weiter, Chase, bitte. Und da ist doch ein Traktor. Und da ist ein roter Traktor. Okay, ein roter Traktor. Kennt ihr die Serie? Hi. Ich muss noch überlegen, kann ich das bauen? Rufsäule, nein, kann ich nicht. Nein, 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 nein. Fahr den Traktor nach. Ich will den Traktor haben. Ich will den Traktor haben. Ich will meinen roten Traktor haben und fahr ihn bitte nicht rein. Am besten ich... Leute, ist auch noch ein grüner. Nein, stopp. Ich hole mir jetzt erstmal den Traktor hier. Stopp. Stopp. Das ist ein Notfall. Ja, ist ein Notfall. Ich muss mich fühlen wie in der Serie, okay? Ach, ich liebe Traktoren. Traktoren. Und hier ist... Wir sind schon hier. Ach so. Okay. Ich hoffe, mein Traktor bleibt hier.
Hoffentlich. Wenn jetzt vier Ladezeiten kommen, schlage ich mich. Ich hasse Ladezeiten. Oh Gott, nee. Sir, mein Name ist Chase. Ellie hatte mich angekündigt? Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Duke Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau. Ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar. Viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Ach Gottchen, wir haben jetzt einen Wurfhaken. Wie geil ist das denn? Ist mein Traktor... Als ob jetzt so mein Auto steht. Wo ist mein Traktor? Oh, da steht mein Traktor. Nein. Das ist mein Traktor. Ach so. Hey Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt! Viel Glück, Chase! Mal laufe ich wo denn? Also hier lang, ich hab die Spur schon. Dumme Maus, geh weg. Ja. Immer der Nase nach. Gut. Immer weiter. Und wieso müssen wir fliegen? Anfliegen. Wo geht's weiter? Ach lol, hier ist schon das. Oh. Was ist das hier? Der Fähigkeit ist gesperrt. Ach so, die Fähigkeit ist noch gesperrt. Sexy. Sehr schön. Der Part ist aber auch gleich vorbei, weil wir machen uns jetzt... Wo müssen wir jetzt hin? Warte, ich schau mal kurz auf die Karte. Oh lol. Müssen wir hin? Wie weit ist das bitte weg? Okay, wir haben schon gekennzeichnet. Oder? Jo, ist schon gekennzeichnet. Bitte geh einfach weg. Wir zerstören mit unserem Traktor alles. Wir rasieren hier aber mal richtig AMK. Aber wir fahren auch auf der anderen Straßenseite. Pass auf. Oh Gott, ich bin so ein Pfosten. Ich kann nicht Auto fahren. Und hier müsste ich mich mal vorstellen in einem halben Jahr auf dem Moped. Ich werde da schon ein paar Unfälle bauen. Nee, natürlich nicht. Ich bin ja so nicht so dumm. Ist ja schon noch was anderes als im echten Leben, was ich hier gerade mache. Und da ist doch wieder ein schwarzer Traktor. Den brauchen wir aber nicht. Denn wir haben den viel cooleren. Roten. Kannst du bitte... Als ob... Wie langsam fährst du bitte? Oh, weich aus. Okay. Und wir schauen natürlich mal wieder nicht, ob ein Zug kommt. Ist mir auch egal. Aber wie... Ich frage mich halt echt... Pass auf. Wie schnell das Ding... Wie schnell der Traktor bitte geht. Der geht ja schneller als manche andere Autos hier. What the fuck? Aber wir müssen jetzt hier wieder über die Brücke, oder wie? Hoffentlich ist nicht wie in The Chase Begins hier jetzt eine Augenkratzer. Yeah. Nee, hoffentlich kommen hier jetzt keine Ladezeiten. Es sieht mir aber krass so aus. Bitte sag mir einfach nein. Ich glaube aber mal nicht. Ups, sorry. Warum sorry? Ich will euch zerstören. Geht sicher gut. Ja, ich will aber nicht, dass es euch gut geht. Ich ramme euch jetzt alle. Wart's. Ich zerstöre euch alle. Bam. So lässt sich's leben. Was ist eigentlich mit dir falsch? Wie dumm fährst du eigentlich? Als ob da ein Mann drin gesessen ist.
Kann ich die auch zusammenfahren? Ich hoffe, denen geht's gut. What the fuck? Okay, ich kann die sogar zusammenfahren. Okay. Matrosen, das sind einfach lauter Donald Ducks. Fuck. Was? Nein, mein Traktor. Nein. Ich hab's Dach verloren. Shit. Okay, das ist dumm. Aber ich ramme jetzt wieder Frau Diane. Jetzt sitzt da wieder ein Mann drin. Das kann's doch nicht sein. Und ich muss jetzt meine Männlichkeit zeigen, indem ich mich an einem bestimmten Bereich kratze. Was ihr nicht mitbekommen habt. Hi. Und warum habe ich das eigentlich gerade schon wieder gesagt? Ich habe schon wieder so viel Blödsinn. Glaubt mir das gar nicht. Aber wir sind richtig. Was war das jetzt gerade für ein Geräusch? Und bevor wir im Übrigen... Oh, okay, einfach weggehen. Ja, ja, das war auch meine Schuld. Ich habe das absichtlich gemacht. Ihr Honks. Oh Leute, ist das schön. Ich würde aber sagen, da machen wir im nächsten Part weiter. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch und so weiter. Im nächsten Part werden wir mit unserem Traktor weiter düsen. Ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und fahr da nicht rein. Ciao.